Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot, schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Was ist mit ihm? Ist er jetzt bewusstlos? Oh, nein. Ich hab schon sein Schnauben gehört. Oh, shit. Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf die Wache kann. Aber schauen wir einfach mal. Warum sind da blutige Footsteps? Ach so, das ist von ihr, als sie da reingestürmt ist, um sich die Augenbinde zu machen. Ja, macht voll Sinn. Okay. Wow, es ist sehr spannend. Wir müssten jetzt bald einen wichtigen Teil der Story erfahren. Und ich kann es tatsächlich noch nicht ahnen. Was ist die ganze Wahrheit, die der Polizist angekündigt hat? Ich gehe jetzt mal noch nicht in irgendeine Tür, sondern... Ich glaube erstmal, was hier so geht. Oh, da haben wir aber echt einige Optionen, du. Und eine Karte. Der Wagen. Okay, somit haben wir auch wieder zwei Tarotkarten in diesem Kapitel gefunden. Gut so. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt nach oben gehen? Ne, wir bleiben doch erstmal hier. Eine Tür nach der anderen. Ach so, die sind zu teilweise? Okay. Alle? Was versteckt er? Ich denke mal, er wird Videoaufnahmen haben, aber was darüber hinaus? Es muss ja jetzt irgendwas kommen, was storymäßig vielleicht sogar eine Art Plot-Twist oder zumindest große Überraschung darstellt. Verschlossen. Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Besser weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten. Oh, ich habe sogar eine Idee. Die kommt mir jetzt gerade ganz spontan. Was ist, wenn Chris Hackett ebenfalls infiziert ist und er forscht sozusagen, um eine Möglichkeit zu finden, ihn zu heilen? Aber warum kooperiert er dann nicht einfach mit den Huntern? Weil die haben doch offensichtlich eine Möglichkeit. Oder interpretiere ich das falsch? Was versteckst du, Travis? Beweis. Eine Unterlassungsanordnung. Ein Brief, der die Verantwortlichen des Bizarre oder Banal Podcasts auffordert, ihre Nachforschungen in Hackett's Quarry einzustellen. Das Ding ist, Chris weiß ja definitiv auch, was abgeht. Aber die Frage ist, ob er vielleicht es nur weiß, weil er selber dazugehört, zu den Werwölfen. Das wäre eine spannende Wendung. An Bizarre oder Banal. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie vor kurzem eine Folge ihres Podcasts veröffentlicht haben, in der es um die Stadt Northgill und insbesondere um Hackett's Quarry geht. Wenn ich den Kontext richtig deute, befasst sich diese Episode mit dem Mysterium eines Geistes in den Wäldern. Auch wenn die Idee an sich völlig absurd klingt und, wie Sie sicher wissen, keine Geister existieren, muss ich Ihnen hiermit mitteilen, dass die Eigentümer von Hackett's Quarry Bedenken geäußert haben, dass derart geschmacklose Geschichten den Umsatz ihrer zahlreichen Geschäftszweige schädigen könnten. Darunter auch den des Hackett's Quarry Sommercamps, welches sich als sichere und kindgerechte Umgebung für Kinder aus dem ganzen Land versteht. Naja, vielleicht sollten die künftig nur noch 3 Wochen machen, um den Vollmond wirklich großzügig zu umgehen. Vor diesem Hintergrund muss ich Sie dazu auffordern, diese Episode Ihres Podcasts zurückzuziehen und jegliche weitere unangemessene Berichterstattung rund um Hackett's Quarry zu unterlassen.
Sollten sie diesem Wunsch nicht entsprechen, werden die Eigentümer des besagten Grundstücks nicht davor zurückscheuen, rechtliche Schritte einzuleiten. Bitte verstehen Sie diesen Brief als förmliches Ersuchen im Sinne der Interessen beider Seiten. Hochachtungsvoll, Travis Hackett, Sheriff, Polizeibehörde von North Kill, Bundesstaat New York. Fast so sympathisch wie die Nintendo-Anwälte. Gut, ich weiß nicht, ob ich unten vielleicht sogar noch was ausgelassen habe. Doch, habe ich, oder? Diese rote Tür. Komm, ich nehme den Moment. Das scheint ja eh jetzt ein etwas längeres Kapitel zu sein. Komm ich da irgendwie rein? Fuck. Ich muss mich bald ausruhen. Hab nicht gehört. Da waren wir schon. Aber hier waren wir nicht. Das da unten ist nämlich die Toilette. Hier waren wir aber nicht. Es gibt zwei Wege nach oben. Und die Tür geht auf. Okay. Das Bild ist mir direkt aufgefallen. Was ist das? Muttersöhnchen. 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Was tut das zur Sache? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Herzlichen Glückwunsch, Sohn. Alles Gute. Schon 56? Wo ist die Zeit nur geblieben? Bist ein guter Junge, Travis. Nee. Herzlichen Glückwunsch in Liebe, Mami. Vielleicht ist ja die ganze Familie infiziert. Nur er noch nicht. Und er versucht sie einfach alle zu retten. Das wäre doch wild. Aber warum muss man dann so kalt sein? I just don't understand. Ach komm, komm ich da doch rein? Okay. Was sollen wir finden? Wo? Sehr verlassen aus. Ich weiß nicht, das ist auch keine Polizeidienststelle, oder? Und wenn doch, dann ist die schon relativ lange verlassen. Aber wieso? Wieso ist er alleine? Obwohl er mit jemandem kommuniziert hat. Ich sollte schlafen. Nee, jetzt nicht. Ein Teil von seinem Badge? Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Oh. Von einem anderen Sheriff. Vielleicht ist er ja auch gar kein richtiger Sheriff, sondern hat einfach die Rolle übernommen. Dieser alte Sheriff-Stern wurde durch Feuer stark beschädigt. Gehört er dem jetzigen Sheriff oder einem seiner Vorgänger? Hm. Ich kann es noch nicht so ganz entschlüsseln. Daher weiter. Wir haben noch ein paar Optionen. Hier und die Tür dort unten. Was ist das? Oh, da ist die Spritze. Die brauchen wir. Um die geht's wahrscheinlich hier damit in dieser Sektion. Muss er mich betäubt haben. Das gleiche machen wir jetzt mit ihm. Ich versteck's in der Zelle. Ja. Das ist schon mal sehr wichtig. Gut, dass wir diese Vision gepickt haben. Ich habe immer keine Ahnung, was bei der anderen zu sehen ist. Aber die Spritze ist essentiell. Sein Geburtstag oder was? Undercover Cop. Und natürlich trägt er auch immer ein, wann Vollmond ist. Würde ich aber auch machen. Wobei, drehen wir das Ganze mal um. Was ist, wenn er infiziert ist? Wobei, nein.
Das war jetzt ein dämlicher Guess. Weil dann müsste er ja genauso zur selben Zeit ein Werwolf sein. War er aber nicht. Was haben wir hier eigentlich gerade gehört? War das ebenfalls ein Monster? Ist hier eins in der Nähe? Das hier ist, glaube ich, der einzige Raum, in dem wir noch nicht waren. Ein Computer. Und? Das sind die ganzen Vermissten. Auch die Wanderer. Anne Radcliffe und Edward Benson. Wer das wohl ist? Das weiß ich jetzt nicht. Aber die oberen sind die beiden Wanderer, von denen wir gehört haben. Die sind auch safe alle gebissen worden und zu Werwölfen geworden. Vermutlich haben sie uns sogar angegriffen. Okay, und was kann ich bei dem Computer machen? Von der Seite aus nichts. Das ist jetzt ein bisschen hakelig. Das ist erschöpft. Und ich auch. Ich muss schlafen. Warum sagt sie das dauernd? Habe ich nur begrenzte Zeit, mich hier umzuschauen, oder was? Hallo? Okay. Weird. Passwort. Geburtsdatum oder was? Weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. Was ein Idiot. Gibt sogar selber einen Hinweis drauf an. Also, das ist sehr einfach. Was haben wir denn da? Eine Mail von Chris? Wollen hier alles platt machen, wenn ich es richtig gesehen habe. Es gar keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche nach der Wahrheit. Ich unterbreche kurz. Eine Folge des Podcasts Bizarr oder Banal, der übernatürlichen Phänomenen und den Mysterien um die Hexe von Hackett's Quarry nachgeht. Ach, okay, die wollen sie platt machen, haben sie dann ja auch gemacht. Halt, aber dann begegneten sie der Hexe von Hackett's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Wie wir. Bis auf die schicksalhafte Begegnung mit irgendwelchen Hinterwäldlern. Wir sind eher Geisterdetektive. Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? Also, in der Lokalzeitung, der Northkill Gazette, stand, dass am Abend der Premiere einige Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Der ganze Ort soll in 0, nichts Schutt und Asche gewesen sein. Genau wie die Hauptdarstellerin und ihr Sohn, angeblich ein Baby. Shit. Das ist die Story von dem Wanderzirkus. Der Geisteroma und Silas. ETF. Und jetzt? Schlafen oder wie? Das ist schon mal schön, dass wir eine weitere Info bezüglich der Geisterfrau erhalten haben. Aber wie hängt das alles zusammen? Und ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich ins Bett. Genüsslich schlafen. Was für eine tolle Umgebung. Irgendwas Neues noch? Nee, oder? Ach so! Oh! Alter, das war wichtig. Stimmt. Ja, gut, dass ich das nochmal abgecheckt habe, Alter. Das kennen wir ja.
Oder hatte ich jetzt aber Glück? Weil das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Das war einfach nur ein purer Zufall. Wäre das dann wirklich schief gegangen, wenn wir das da nicht versteckt hätten? Oder warte, oder ist das sogar negativ? Weil es braucht ja auch so eine Zeit, bis ich da wieder raushole. Ach, ich riskiere es jetzt einfach. Persönlich würde ich es aber bei mir in der Tasche behalten, muss ich auch sagen. Ich denke mir nur, das war jetzt so secret. Muss einen Sinn haben, oder? Oh nein, wir werden überrascht. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? What? Ich bleib bei Max. Ich trau dir trotzdem nicht. Mir egal. Mir? Ich will ihm nur helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich glaube, wir machen aber bisher alles richtig. Zu wild. Und es war doch wichtig, die Spritze versteckt zu haben. Alter, es ist unglaublich, was ich für ein Glück habe. Er hätte sie jetzt safe gefunden. Ich mache uns Kaffee. Ach du Scheiße. Deswegen nimmt man sich Zeit bei einer Erkundung. Ja, dann werden die Parts länger. Aber dann kommt man meistens auch weiter. Da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz. Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Sieh mal einer an. Mit der Theorie hatte ich wohl auch recht. Er ist wieder ganz normal. Es ist wirklich nur an Vollmond so. Und die Transformation geht in beide Richtungen. Dann ist Nick aber auch noch nicht verloren, oder? Gut sauber gemacht. Danke. Also, das Auge. Der säuft. Kann ich verstehen, aber... War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Weißt du? Aha. Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Warte, ist er Silas? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Nochmal eine ganz andere wilde Theorie. Wir wollten keinem wehtun. Seine Leute, sagt er. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Okay, kommt jetzt der Big Reveal? Komm, er ist Silas. Safe. Kam mir gerade spontan, aber es macht Sinn. Ja. Komm, hau raus. Hau raus. Was ist mit Ihrer Familie? Meine Familie ist tief in einen Brunnen gefallen. Was? Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Nur wenn deine Familie, also jeder Einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie unten an einem Seil hängen. Brunnen wegen Wie soll Wasser? Einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Was soll das bringen? Also, Sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil und...
Ja. Ist das nicht offensichtlich? Ja, okay, verstehe. Ach, vergiss es. Weil die anderen alle schon Werwölfe sind und er nicht? Meint er das so? Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Nicht so. Also wenn ich jetzt hier rätseln muss, dann... Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Well? Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter. Nee, Mann, er ist gerade voll sympathisch. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt sodann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich teilweise. Hilfreich ist es nicht. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat. Und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Wenn Sie all das wissen, warum haben Sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, es ist... Kompliziert? Nein, ist... Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch beschützen. Es ist der Bruder gewesen. Chris. Wir wissen ja auch, er war zu dem Zeitpunkt im Haus. Ja, es macht alles Sinn, Alter. Ich hab's predicted. Er war der fucking Werwolf ganz am Anfang. Und deswegen kann er ihn auch nicht killen. Und wahrscheinlich... Ja, oder schauen wir mal weiter. Ich will ihn jetzt nicht triggern. Deswegen gehen wir lieber mal auf ermutigend. Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium. Er denkt auch, wenn man studiert hat, hat man direkt Pfeifett. Tja, du bist meine beste Chance. Eine Antwort auf alles. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Warte, kommt jetzt gar nicht zu der Szene mit der Spritze? Ja gut, kommt wahrscheinlich nur, wenn man ihn gegen sich aufbringt. Aber wir haben ja einen auf Freund gemacht. War aber auch klüger, oder? Weil die ganzen Informationen waren jetzt nicht verkehrt. Hätten wir sonst ja nicht erfahren. Vor allem das ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es... Silber und Killen. ...nicht gesehen hätte. Ja, ich glaub ihm. Klar. Ich glaube ihm.
Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das muss so wehtun für beide. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber... irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Oh, krass, ich weiß nicht, ob das jetzt alles richtig gelaufen ist. Ich weiß, dass ihr hier seid. Die Betreuer, die nicht ankamen. Woher weißt du denn? Bobby war da. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Chris. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast ein Gewissen, Chris. Was sollte ich denn machen? Was war das? Oh, ich hatte den Controller gar nicht in der Hand. Last second. Digga. Da hab ich jetzt gerade gar das nicht mit gerechnet. Zu deinem Glück war es kein Silber. Und was jetzt? Du kannst ihn nicht hier behalten. Und ich hatte recht, er war das Monster. Hättest du schon Chris. Mal gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht. Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb und du weißt den das. Den anderen und dann der verdammte Journalist. Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit wir schaffen das zusammen? Shit, Mann. Lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Max! Max! Schrei dich so. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Ja. Deshalb war Chris' Karre an der Lodge damals. Eben, die Karre, habe ich Travis tausendmal gesagt. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgt er uns. Und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Hm. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. Mhm. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Crazy shit! Hey! Hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! Okay, jetzt kommt die Szene mit der Spritze. Wir müssen performen. Let's go! Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist dir los? Laura! Guter Trick.
Eine weitere Verwandlung ist seine größte Angst, aber dass er die nicht sieht, ist schon ein bisschen lächerlich. Attacke! Yeah! Geil! Mist. Tut mir leid, Travis. Geht nicht anders. Er würde seinen Bruder niemals töten lassen. Also müssen wir es ohne ihn tun. Ja, und die Waffe? Ah, okay. Oder hast du sie genommen? Ja. Alright. Aber er muss eigentlich auch drin bleiben. Okay. Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Ja. Es tut mir halt echt ein bisschen auch leid. Aber es geht nicht anders. Die Frage ist aber, wer hat Nick gebissen? War das auch Chris? Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Oder Caleb? Weil von dem ist ja auch irgendwie keine Spur mehr. Und was hat es mit den Geistern auf sich? Da weiß ich immer noch nichts. Ich dachte, da wäre was. Nein, nein, da ist was. Okay. Es kommt von hinter dieser Tür. Sie taten uns das an. Töte sie alle. What the hell? Im Prinzip müssen die ja das Feuer gelegt haben damals, oder? Aber wieso? Ach, vielleicht waren sie Kinder drin und einfach lost. What the fuck? Feuerwerk! Da war doch mal was mit Feuerwerk. Vielleicht waren die dumm, haben mit Feuerwerk gespielt und dann hat sich alles entzündet. Was ist das? Das Baby ist verbrannt, also Silas. Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Ja. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Ja, noch nicht ganz. Nein, Max. Sind wir erst, wenn Chris Hackett tot ist. Und wie es scheint, bleibt uns nicht viel Zeit. Ich weiß, du hast recht. Lass uns nur kurz den Sieg feiern, hä? Wir feiern, wenn's vorbei ist. Wir fahren jetzt zu Hackett's Quarry und beenden es. Heute Nacht. Die Weichen sind gelegt. Ich glaube, das ist hier sehr gut ausgegangen. Tipptopp. Und so kam ich hierher. Zum Camp. Ließ Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Das war's. Meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Warte, die Insel, also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Oh, fuck.
Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Wie jetzt? Was heißt hier aber? Ah, sie hat das Boot verwendet. Oh, ich liebe es, wie jetzt so vieles Sinn macht. Und Dinge aus den anderen Kapiteln aufgegriffen werden. Obwohl, es war nicht dasselbe Boot, weil das war ja gegenüber. Aber was ist denn passiert? Warum aber? Max? Hallo? Das jetzt Max oder was? Ah, doch, das Boot ist doch ihrs. Ja, weil wir haben es dann ja hinten gefunden. Okay. Und er kann nicht ins Wasser. Aber Bruder, ist er dann derjenige, der Nick attackiert hat? Nee, es ist der Werwolf, der Emma attackiert hat, ne? Aber wer zum Teufel ist der andere? Ist das dann... Ich bin verwirrt. Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Ja. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Ach so. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Oh nein. Wollte er. Ich war schneller. Bullshit. Come on! Ich konnte doch nicht die Wahrheit sagen! Uns bleibt nicht viel Zeit. Oh shit, Digga. Ist das die Geisterfrau? Vor allem ist es Lynn Shay. Bekannt aus Insiders unter anderem. Nightmare on Elm Street. Sie hat so viele Horrorfilme gemacht. Ihr Gesicht kennt man. Bist du unser neuer Gast? Richtig nicht gut. Na los, beiß nur rein. Mach schon. So ein dummes Tier. What's going on? Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Ach, die steckt mit denen unter einer Decke. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte!
Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Oh, oh, oh. Wollen Sie Geld? Ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es. Ganz sicher. Bitte, lassen Sie mich rein, bitte. Es tut mir leid. Bitte nicht! Aber was soll das? Er ist doch nicht mal infiziert. Was ist denn dein Problem? Oder habe ich was verpasst? Schon zwei, Bobby. Was soll das? Hey! Hey! Hey, wo gehen Sie hin? Hey! Hey! Oh, fuck! Oh, Scheiße! Ich weiß dummerweise jetzt nicht, wer das ist. Ist es Max? Komm noch ein bisschen durcheinander. Oh, yo, der arme Jacob. Eigentlich kann ihn ja jetzt immer Emma retten, oder? Auf jeden Fall richtig starkes Kapitel. Jetzt klärt sich alles so langsam ein bisschen.